Dann würde ich jetzt bitten, Sie ein Eingangsstatement zu Ihrer Vision von einem anderen, von einem solidarischen und gerechten Europa, vielleicht circa, wir wollen auch noch dann die Diskussion zwischen den beiden Teilnehmern haben, zu machen. Darauf würde Sven Giegold nochmal dann antworten mit seiner Vision eines besseren, solidarischen Europa und dann würden wir versuchen, nochmal diese Punkte dann im Gespräch nochmal reinzuholen. Herzlich willkommen. Ja, ich denke, dieses Thema ist ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich die Entwicklungen, die wir zurzeit in Europa erleben, sollten uns Angst machen und sollten uns Sorgen machen. Und ich habe zum Beispiel gar nicht nachvollzogen, dass man jetzt gesagt hat, ach, in den Niederlanden ist doch alles gut gegangen. Ich meine nicht, dass es in den Niederlanden wirklich gut gegangen ist. Also ich sage mal, die rechte Partei hat 13% bekommen, okay, die hatte deutlich höhere Prognosen. Aber es hat natürlich trotzdem insgesamt auch eine Stärkung nochmal des neoliberalen Lagers gegeben und das ist ja, sind ja so kommunizierende Röhren. Also wenn die Politik soziale Leistungen abbaut, dann profitieren am Ende vor allem auch rechte Parteien, nämlich von der Unsicherheit, von den Ängsten, die die Menschen haben. Und dann bin ich auch bei der EU. Ich glaube, dass die EU, so wie sie heute aufgestellt ist, einen erheblichen Anteil daran hat, dass antieuropäische Parteien, antieuropäische Kräfte in diesem Europa Zulauf haben. Weil es natürlich, also ich wünsche mir ein Europa, in dem Völkerhass, Nationalismus nie wieder eine Chance hat. Ich wünsche mir ein Europa, zu dem die Menschen positiv stehen. Aber das setzt natürlich voraus, dass sie die europäischen Institutionen als solche Institutionen erleben, die sich nicht für eine Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse einsetzen, die sich nicht für Deregulierung am Arbeitsmarkt, für Privatisierung, für Sozialabbau einsetzen, sondern dass die europäischen Institutionen mit ihren Entscheidungen das persönliche Leben verbessern, dass sie etwas dafür tun. Dass sie etwas dafür tun, dass die Menschen, die in Europa leben, weniger Ängste haben. Mehr Zuversicht. Und die EU, so wie sie heute ist, schon in ihren Verträgen, also hat, meine ich, eine neoliberale DNA. Weil in den Verträgen ist verankert, dass Kapitalfreiheiten Vorrang vor sozialen Rechten haben. Und genauso agiert sie auch. Also so sind viele Entscheidungen des EuGH ausgefallen, wo Streikrechte außer Kraft gesetzt wurden, wo wirklich in die Mitgliedstaaten hinein in unsozialer Weise Einfluss genommen wurde. So agiert auch die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission ist ja demokratisch eigentlich ein relativ wenig kontrollierbares Gebilde. Und man muss wissen, in Brüssel sitzen direkt im Umfeld der Europäischen Kommission Konzernlobbyistenvereine. Also der European Roundtable of Industrialists, andere, so das europäische Pendant zum BDI, die sitzen alle dort und die Europäische Kommission agiert in ganz enger Abstimmung mit diesen Konzernlobbyisten. Währenddessen es zwar in Brüssel auch, klar, auch Vertreter von Verbraucherschutzverbänden gibt, auch Vertreter von Gewerkschaften gibt, aber die haben nicht diesen direkten Zugang zur Europäischen Kommission, die haben viel, viel weniger Einfluss. Auch im Europäischen Parlament ist das ziemlich spürbar, das weiß ich zumindest noch aus meiner Wahlperiode, ich weiß nicht, ob sich es heute verändert hat, aber ich glaube kaum. Also ich war damals Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und ich kann mich an viele Ausschusssitzungen erinnern, wo mehr Wirtschaftslobbyisten im Ausschuss saßen als Abgeordnete, weil die hinten sozusagen ein Recht haben, an Ausschusssitzungen teilzunehmen. Das ist im Bundestag ganz anders. Also im Bundestag gibt es Anhörungen, da lädt man sich Leute ein, aber dass an normalen Bundestagsausschüssen Lobbyisten teilnehmen können, quasi institutionalisiert, das gibt es nicht. Und will ich nicht den Bundestag idealisieren, also ich weiß, dass wir hier auch genügend Einfluss von Wirtschaftslobbys haben, aber in Brüssel ist das wirklich noch extremer. Und wir haben es gerade im Zusammenhang mit der Eurokrise ja erlebt und mit den sogenannten Rettungsprogrammen, wie die Europäische Kommission auch ihre Macht genutzt hat, in die einzelnen Länder hinein zu regieren und ihnen Auflagen zu machen. Und die Auflagen lassen sich alle auf einen kurzen Nenner bringen. Es waren alles Auflagen zum Sozialabbau, es waren alles Auflagen, die die Arbeitnehmer wehrloser machen, nämlich so eine Art Agenda 2010, eben mit prekären Jobs, mit Niedriglohnjobs. So, und wenn natürlich die Menschen dieses Europa so erleben, dann muss man sich nicht wundern, dass sie sich von ihm abwenden.
dann muss man sich nicht wundern, dass viele leider Parteien auf den Leim gehen, deren zentrale Botschaft eine nationalistische ist. Und ganz konkret muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, nicht nur die EU-Kommission, nicht nur die europäischen Institutionen sind daran schuld, sondern Deutschland hat eine erhebliche Mitverantwortung. Weil die Art und Weise, wie Deutschland diese EU heute auch dominiert, die Art und Weise, wie Deutschland anderen Ländern abverlangt, dass sie eine ähnliche Wirtschaftspolitik machen, wie wir sie hier machen, die wird natürlich als Arroganz empfunden. Und auch das führt natürlich zu Aversionen. Also Marine Le Pen hat eine große Wahlkampfunterstützerin, wenn auch unfreiwillig, und das ist Frau Merkel. Das sagt sie auch immer ganz deutlich. Und das führt eben zu Aufbegehren, und am Ende führt es dazu, dass Menschen ansprechbar werden für eher nationalistische Losungen. Also kurz zusammengefasst, meine Vorstellung wäre, wir brauchen einen Neubeginn in Europa mit neuen europäischen Verträgen. Also hat man gesagt, ja, das kann man nicht aushandeln, weil alle mit zustimmen müssen. Aber so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Also brauchen wir neue europäische Verträge, in denen tatsächlich die sozialen Rechte den Vorrang haben und auch festgeschrieben werden. Und wir brauchen eine neue Balance zwischen europäischer Entscheidung und Entscheidung in den einzelnen Parlamenten. Und ich finde, alles das, was im nationalen Bereich regelbar ist und was das einzelne Land betrifft, das sollte auch in den einzelnen Ländern entschieden werden, weil wir dort natürlich immer noch eine besser funktionierende Demokratie haben, ich sage nicht eine gut funktionierende, aber eine besser funktionierende in den einzelnen Ländern als auf europäischer Ebene. Und deswegen glaube ich, eine Perspektive sollte nicht darin bestehen, dass man immer mehr Kompetenzen nach Brüssel verlagert, solange das Demokratieproblem in Europa nicht gelöst ist. Und das Demokratieproblem heißt, es gibt keine wirklichen europäischen Parteien, die gibt es ja nicht. Also die Zusammenschlüsse, die wir da haben, haben eine völlig unterschiedliche Zusammensetzung. Auch die Fraktionen im Europäischen Parlament sind nicht vergleichbar mit Fraktionen, also die sind ganz heterogen. Es gibt keine richtige europäische Öffentlichkeit, aber die gibt es so im gebildeten Publikum. Bei jungen Leuten oder auch bei Älteren, die Sprachen sprechen, die sich für Europa interessieren, da gibt es eine gewisse Öffentlichkeit im Sinne von, da wird verfolgt, was in Brüssel passiert. Aber die gibt es nicht in der Breite. Und damit fehlen zwei wesentliche Voraussetzungen für funktionierende Demokratie. Ich könnte mir vorstellen, dass das in 50, in 100 Jahren vielleicht mal ganz anders ist. Aber das setzt voraus wirklich zum Beispiel, dass in den einzelnen Ländern ein Bildungssystem existiert, wo tatsächlich jeder Schulabgänger wenigstens zwei europäische Sprachen neben seiner Muttersprache wirklich spricht, wirklich kann, um auch das Sprachproblem zu lösen, damit man das verfolgen kann. Also man kann das in Brüssel eigentlich nicht verfolgen, wenn man nicht wenigstens gut Englisch kann. Und das können eben viele nicht. Also insoweit bessere Balance zwischen Europa und den einzelnen Staaten, auch den Kompetenzen einzelner Staaten, aber ganz zentral, wir brauchen einen sozialen Neubeginn mit neuen sozial ausgerichteten Verträgen, um wirklich wieder guten Gewissens auch für eine europäische Einigung werben zu können und damit die Menschen erleben, dieses Europa bringt ihnen etwas, sie haben was davon, dass es Zusammenhalt gibt, dass es Gemeinsamkeiten gibt und nicht immer nur erleben, von Europa kommt Druck, soziale Kürzungen, Streichungen von wichtigen Dingen, die für sie wichtig sind, von Rentenkürzungen, Lohnderegulierung. Also das wäre meine Perspektive. Und dann bin ich schon zuversichtlich, dass wir für dieses Europa auch wirklich werben und aktiv auch Menschen dafür gewinnen können. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich da einhaken im Lichte der Diskussion, die wir auch jetzt geführt haben. Die Frage ist ja, geht es um strukturelle Defizite oder geht es um mangelnden politischen Willen? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Wenn wir davon ausgehen, es gibt strukturelle Defizite, die durch eine neue europäische Verfassung geheilt werden müssen, damit Europa wieder zu einer positiven Vision, zu einem positiven Projekt werden kann. Wo würden Sie die Hauptstellgrößen sehen? Sie sagen, soziale Grundrechte müssen in eine europäische Verfassung hinein. Es muss eine bessere, demokratiefreundlichere Ausgestaltung der Kompetenzen von Europa, den Mitgliedstaaten mit voller demokratischer Legitimation auch der europäischen Kompetenzebene geben. Was sind weitere Punkte, die Sie für so eine neue europäische Verfassung fordern würden?
Na, ich denke, die Schieflage wird schon an einem Punkt deutlich. Es gibt eigentlich nur eine Auflage, die alle europäischen Länder unbedingt erfüllen müssen nach dem Maastricht-Vertrag. Sie müssen ihre Verschuldung innerhalb von 3% halten. Halten viele nicht ein, aber das ist die einzige konkrete Auflage. Es gibt keine Auflage, die Arbeitslosigkeit oder die Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren. Es gibt keine Auflage, die Armut zu bekämpfen. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Also ein Land, das sehr viel Armut hat, aber dafür eben wenig Schulden, das ist eigentlich ein Musterschüler in Europa. Und das muss sich umkehren. Also es muss tatsächlich schon eine gemeinsame Verpflichtung geben der Länder, dass sie sagen, wir wollen Armut bekämpfen, wir wollen Arbeitslosigkeit bekämpfen, vor allem Jugendarbeitslosigkeit, die ist ja exorbitant. Und da gibt es zwar immer mal so Lippenbekenntnisse, gab ja mal irgendwann die Ankündigung, in Zukunft soll kein Jugendlicher in Europa mehr arbeitslos sein, das war völlig lächerlich, also es ist nichts geschehen. Wir brauchen gemeinsame europäische Investitionsprojekte. Also da sehe ich zum Beispiel auch die Europäische Zentralbank in der Pflicht. Also statt den Banken und den Finanzmärkten immer mehr Milliarden zuzuspielen, wäre es sinnvoll, wenn die Europäische Zentralbank direkt öffentliche Investitionen, sinnvolle Investitionen in Europa finanzieren würde. Das würde tatsächlich auch heißen, da tut man was gegen die Krise und nicht nur, man pusht die Aktienkurse und die Anleihekurse nach oben. Vielleicht eine Reaktion von Sven Giegold, solange beide noch da sind. Es sind das Ansätze, wo man sagen könnte, ja, im Grunde ist das ein Handlungsfeld, das ich ebenfalls sehen würde. Also dazu habe ich ja vorhin schon mal was gesagt. Der Punkt ist nur, ich finde schon, dass sofern es gehört, dass ich jetzt kurz mal sage, ja, wie ich eigentlich das große Bild sehe. Bisher habe ich versucht, ich bitte das zu entschuldigen, ganz konservativ die Fragen zu beantworten, die mir gestellt wurden. Ich habe da einen konservativen Zug, dass ich das immer versuche. Ja. Punkt ist, um mal kurz zu sagen, wie ich eigentlich meine Vision wäre, wohin wir gehen müssten, dann würde ich eigentlich erstmal Folgendes sagen. Europa ist derzeit in der Tat hochgefährdet. Schon angesprochen worden, das Aufsteigen von Populisten, von antieuropäischen Haltungen, neue Formen von antieuropäischen, aber auch Ressentiments zwischen Ländern. Das ist brandgefährlich. Und wenn man historisch schaut, was immer passiert ist, wenn in Europa Nationalismus und nationalstaatlicher Tellerrand dominiert haben, dann wissen wir, wohin uns das geführt hat. Und deshalb ist für mich erstmal eine ganz grundlegende Aufgabe, und das gilt ganz besonders für uns in Deutschland, die wir derzeit, und zwar, ich würde sagen, leider die dominierende Kraft in Europa sind, dann ist es, dieses Projekt zusammenzuhalten. Wir dürfen keinen Neuaufstieg von Nationalismus in Europa zulassen. Das ist eine grundlegende Aufgabe. So, das Zweite ist, es ist richtig, dass der Mangel an Respekt vor dem europäischen Integrationsprojekt, auch mit seinem Mangel an sozialer Verantwortung und sozialem Ausgleich zu tun hat. Einer der ganz zentralen Probleme, was Europa derzeit auseinandertreibt, ist, dass ein Teil der Menschen das Gefühl hat und ein Teil der Länder, wenn auch die Länder nicht eine kollektive Gruppe sind, aber das Gefühl hat, wir profitieren von Europa, und eine andere Gruppe von Ländern das Gefühl hat, sie profitiert nicht. Und genau da wird der Populismus ansetzen und sagen, es sind die bösen Deutschen, die sorgen dafür, dass der Euro zu ihrem Vorteil funktioniert. Deshalb muss Europa als Reaktion auf die Probleme auf den Finanzmärkten und mit der gemeinsamen Währung reagieren, mit einem starken Investitionsimpuls in Gemeinschaftsprojekte, die gleichzeitig europäische Identität prägen. Nicht irgendwelches Geld, sondern Projekte, die gleichzeitig zeigen, dass Europa zusammengehört. Ich will mal so Beispiele nennen, wie schnelles Internet, gerade in den Regionen, wo diejenigen leben, die sich häufig den Verlierer zugewandt haben. Ein Eisenbahnnetz, mit dem man, ohne die Umwelt zu zerstören, schnell von einer Ecke Europas in eine andere kommt. Bis heute sind viele der Eisenbahnlinien grenzüberschreitend nicht funktionierend. Wir brauchten eigentlich ein Projekt der schnellen Umstieg auf erneuerbare Energien überall in Europa und auf Energieeffizienz. Und solche Gemeinschaftsprojekte, ich könnte das anfügen, ich finde noch eins ganz wichtig, was den Spracherwerb beginnt. Jeder junge Mensch mindestens
sollte im Rahmen seiner Ausbildung das Recht haben, für eine Zeit im europäischen Ausland zu leben. Nicht nur Studenten, auch Auszubildende. Jeder sollte eine Europaerfahrung persönlich machen, damit wir noch mehr bekommen als die 1 Million Erasmus-Babys, die wir schon gezeugt haben. Und das schafft, solche Investitionen bringen Europa zusammen. Und die müssen natürlich solidarisch finanziert werden, weil wenn ich jetzt Griechenland sage, ihr finanziert das, das wird nicht viel bei rauskommen. Die müssen solidarisch finanziert werden durch eine gemeinsame europäische Steuerpolitik, die das Geld bei denjenigen holt, die es im Überfluss angehäuft haben. Das sind zentrale Projekte. Zum Beispiel müsste Europa einen gemeinsamen Mindestsatz der Körperschaftssteuer haben. Überall in Europa. Es wird natürlich dazu führen, dass tendenziell die Länder mehr zahlen, wo mehr Gewinne gemacht werden. Das wäre aber auch fair, wir haben ja auch einen gemeinsamen Binnenmarkt. Das heißt, wir brauchen Investitionen in den Zusammenhalt Europas, ja. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass wir bei den demokratischen Institutionen Veränderungen vornehmen müssen. Es ist richtig, dass wir Demokratiedefizite in Europa haben. Aber die Kritik an Demokratiedefiziten in Europa ist keine Rechtfertigung zu sagen, wir bauen jetzt Europa ab, wir werden zu Europaskeptikern und reden jetzt denen das Wort, die die Länder wieder renationalisieren wollen. Ich halte das für den falschen Weg. Und gerade, und das will ich sagen, gerade hier in Berlin und gerade in Deutschland, wir sind hier nicht ein Land, das schicksalhaft erleiden muss, wie Europa ist. In Deutschland wird zusammen mit unseren Partnern in den wichtigen weiteren Ländern entschieden, wie dieses Europa aussieht. Das heißt, die Aufgabe von uns, gerade in diesen Monaten, wenn es darum geht, wer wird die nächsten 4 Jahre im Europäischen Rat wieder mit den Ton angeben, muss doch sein, in Europa, in Deutschland dafür zu werben, dass das Wort Transferunion zum Unwort des Jahres erklärt wird und wir stattdessen für ein demokratisches und solidarisches Europa streiten. Dafür müssen wir hier die Mehrheiten schaffen, statt die Renationalisierung noch herbeizureden. Wir müssen hier für starke demokratische und soziale Reformen in Europa streiten, damit sie dann mehrheitsfähig werden. Und das ist unsere Aufgabe, damit wir letztlich mal zu dem Ziel, und ich noch einen Satz sagen, noch zu dem Ziel kommen, was mich eigentlich umtreibt. Eigentlich hätte ich gerne so etwas wie eine Europäische Republik, wo alle Entscheidungen auf europäischer Ebene vollständig demokratisch getroffen werden, aber nur die Entscheidungen demokratisch dort getroffen werden, die da auch hingehören. Das ist nämlich die Idee der Republik, die Autonomie der einzelnen Teile. Aber das, was man gemeinsam besser tun kann, das sollten wir europäisch vollständig demokratisch tun. Und für solche Ideale zu streiten, das ist die Aufgabe, gerade von uns in Deutschland, die mitgestalten können, wohin die Reise geht in Europa. Das ist, glaube ich, das mit einem positiven Blick auf Europa zu sagen, wo es hingehen soll. Und das müssen wir gerade hier in Deutschland mit unseren Freunden in anderen europäischen Ländern leisten. Wo können Sie an diese Vision anknüpfen? Wo ist das Problem? Oh. Frau Wagenknecht, wo können Sie an diese Vision anknüpfen und was fehlt Ihnen? Brauchen wir nicht auch eine Transferunion? Ist die Europäische Republik wirklich etwas, was wir kennen die Vision, aber ist das etwas, was wir auf die Tagesordnung vielleicht wieder setzen sollten? Ich halte das unter den heutigen Umständen nicht für realistisch. Also sagen wir, als ferne Vision kann man das anstreben. Wir haben ja immer, sag mal, überhaupt, dass es ein Europa gibt, wo Grenzkontrollen nicht mehr stattfinden, wo man sich frei bewegen kann. Das hätte man ja wahrscheinlich vor 50 Jahren auch noch als unrealistisch angesehen. Heute ist es Realität. Insoweit will ich nicht sagen, dass wir nicht vielleicht in 100 Jahren eine europäische Republik haben. Ich halte das aber als tagespolitisches Ziel für nicht realistisch und auch nicht für gut, weil es würde ja bedeuten, dass wir aus Europa regiert werden. Also dass die Länderregierungen im Grunde nur noch so Regierungen sind im Sinne eines föderalen Systems, aber die zentrale Regierung Europas ist in Brüssel. Dafür ist meines Erachtens fehlen die Voraussetzungen, weil wir einfach, sag mal, diejenigen, die ganz europäische Strukturen haben, die europäisch vernetzt sind und die in Brüssel eben dadurch auch die größte Schlagkraft haben, das sind die großen Unternehmen, die transnationalen Unternehmen, weil die sind europäisch aufgestellt. Schon die Gewerkschaften sind es nicht.
Also ich meine, die haben einen europäischen Gewerkschaftsbund, aber machen wir uns doch nichts vor. Gewerkschaften sind sehr stark, sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern verankert. Wir haben ganz unterschiedliche gewerkschaftliche Strukturen auch. Also in Deutschland mit dem DGB, in Frankreich mit mehreren konkurrierenden Gewerkschaften. Also da gibt es erhebliche Unterschiede, die man nicht mal eben jetzt so vereinheitlichen kann. Wir haben bei den Parteien, das habe ich vorhin angesprochen, wir haben keine europäischen Parteien, die gibt es nicht. Also wer im Europäischen Parlament ist, erlebt das. Also in dem Parlament wird viel öfter, also ich weiß in meiner Zeit, ich war ja zwischen 2004 und 2009 im Europäischen Parlament. Und da war es in der Regel so, die damalige New Labour hat dann zusammengestimmt mit den konservativen Parteien und den neoliberalen Parteien anderer Länder. Und in Frankreich haben die Gaullisten teilweise mit uns gestimmt. Also das ist alles ganz, ganz unterschiedlich. Und so zu tun, als wäre das jetzt in überschaubarer Zeit zu vereinheitlichen, das halte ich für falsch. Und dann halte ich es auch für gefährlich, weil wenn es Voraussetzungen für Demokratie zunächst noch nicht gibt, dann bedeutet eine Kompetenzverlagerung Demokratieabbau. Das ist einfach die Konsequenz, weil eben dann der Zugriff auf die Politik, der Druck auf die Politik verlagert wird, noch mehr in Richtung Wirtschaftslobbyisten und noch mehr weg von den zivilgesellschaftlichen Organisationen, ob das Gewerkschaften sind, ob das andere Verbände und Vereine sind, die auch nicht europäisch so gut aufgestellt sind. Und diese Verlagerung will ich nicht. Und deswegen sage ich, Europa sollte sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich europäisch sind. Also eine europäische Steuerpolitik, es ist ja ein Armutszeugnis, dass es die nicht gibt. Also bei der Mehrwertsteuer gibt es europäische Rahmen. Da wird gesagt, also kein Land darf eine Mehrwertsteuer haben, die unter einem bestimmten Prozentsatz liegt. Ich weiß nicht genau, wie die heute sind, aber zumindest gibt es da so eine Bandbreite und keins darf eine haben, die drüber liegt. Aber bei den Unternehmenssteuern, wo es ja eigentlich viel wichtiger wäre, da wird bis jetzt immer boykottiert. Und meine Überzeugung wäre, selbst wenn Brüssel jetzt die Hoheit hätte, Unternehmenssteuersätze zu bestimmen, was sie ja nicht können, also noch ist das ja, muss sozusagen im Rat ausgehandelt werden, aber selbst wenn Brüssel und die Kommission, Herr Juncker, das Recht hätte, also da soll mir keiner erzählen, dass da eine wirklich saftige Besteuerung großer Unternehmen rauskäme. Also Herr Juncker ist geradezu der Garant dafür, dass das nicht der Fall wäre. Und auch ähnlich eben in anderen Dingen. Also klar, europäische Steuerpolitik wäre eine Aufgabe, aber ich finde alleine, dass das noch nicht mal erreicht wird, ist ein Ausweis dafür, dass man mit seinen mit hochfliegenden Plänen, was in kürzester Zeit noch alles vergemeinschaftet werden sollte, zurückhaltend sein soll. Weil ein undemokratisches Europa ist am Ende ein Europa, das die Menschen nicht begeistern wird und wo sie sich eher noch mehr abwenden. Und deswegen finde ich, Europa sollte die Dinge gut regeln, die es eigentlich regeln sollte. Da gehört die Steuerpolitik, machen sie bisher nicht, die Umweltpolitik. Also wenn der Reaktor in Aachen, also Nähe von Aachen, oder ich selber bin betroffen im Saarland, da steht Cattenom. Ich meine, die Energiewende ist schön und gut, aber wenn die Reaktoren sozusagen direkt in der Nachbarschaft stehen, dann hören die Strahlen auch nicht an der Grenze auf, wenn es mal ein Unglück gibt. Also das wären ja wirklich Dinge. Ein europaweiter Ausstieg aus der Atomenergie wäre ja ein großartiges Projekt. Also wäre ich sofort dafür. Also das sind Dinge, oder natürlich Verbraucherschutz, natürlich auch Umweltstandards. Aber auch da sehe ich ehrlich gesagt die Brüsseler Institutionen eher als Blockierer. Ich meine, dass CETA zum Beispiel so durchgesetzt werden konnte auf europäischer Ebene, zeugt ja davon. Und CETA bedeutet ja Absenkung all dieser Standards, zeugt davon, wie dort die Einflussnahme ist. Und da will ich, wir kämpfen ja darum, dass CETA in den einzelnen Ländern beschlossen wird und tatsächlich erst, wir haben das immer abgelehnt, was die Kommission wollte, dass das eine sozusagen EU-only-Sache wird, weil dann wäre es sofort durchgesetzt worden. Jetzt müssen die Länder zumindest zustimmen, obwohl sie einen Teil ja vorher in Kraft setzen. Aber es ist ja gut, dass es wenigstens noch diese Ratifizierungsprozesse gibt. Da ist noch eine gewisse Chance, dagegen Druck auszuüben. Also insoweit, da finde ich, sollte man nicht Dinge anstreben, die gut klingen. Europäische Republik klingt großartig, aber die am Ende einen Effekt hätten auf die reale Politik, dass sie noch wirtschaftshöriger, noch konzernhöriger wird. Und so ein Europa will ich dann eben nicht haben. Um es nochmal in Runde zu bringen. Ich würde da gerne. Das heißt, Sie fordern eigentlich Bereiche vertiefter
Integration, wo Europa mehr gestalten sollte, sagen aber, es gibt auch Bereiche, das sollte Europa unter heutigen Bedingungen eher weniger gestalten, weil wir ein Demokratiedefizit haben. Das wäre die These, auf die Sven Giegold antworten könnte. Also, ich will erst mal sagen, wo die Übereinstimmung und wo Unterschiede liegen. Das eine ist, ich bin völlig einverstanden, auch aus grundsätzlichen Demokratieerwägungen sollte man nicht zu viel zentralisieren. Ich bin ein großer Fan und auch die europäischen Grünen traditionell von möglichst dezentralen Strukturen, aber Dezentralität eben dort, wo man dezentral tatsächlich entscheiden kann. Und zur Demokratiefrage muss man nur eins sagen, finde ich. Es ist eben nicht demokratisch, wenn man dezentral über Dinge entscheidet, die längst in der realen Welt zentral sind. Und da haben wir eine andere Sicht auf die Welt. Meine Sicht auf die Welt an der Stelle ist, im Bereich der Finanzmärkte haben wir große Konzerne, die dominieren uns längst. Und die Nationalstaaten können sie nicht mehr kontrollieren und spielen die Länder gegeneinander aus. Und dort demokratisch Macht wieder in die Hand zu bekommen auf europäischer Ebene, ist deshalb eine Redemokratisierung. Deshalb bin ich so stolz darauf, dass wir die großen Banken heute europäisch kontrollieren, weil nämlich vorher die Nationalstaaten ihre Deutsche Bank, ihre Société Générale, ihre jeweilige Großbank geschützt haben im internationalen Wettbewerb vor Regulierung. Und jetzt haben wir eine europäische Kontrolle. Die europäische Demokratie ist nicht perfekt, aber sie kann den Konzernen, wenn sie will, etwas entgegensetzen. Und das ist deshalb ein Demokratievorteil und kein Demokratienachteil. Ich bin gegen Zentralismus, aber für internationale und europäische starke Kontrolle über das, was längst globalisiert ist. Sonst gucken wir Bürger nämlich demokratisch hinten runter und reden dem Nationalstaat eine Kompetenz zu, die er leider längst verloren hat. Das ist nämlich die große Gefahr. Hier ist das die Vision Republik Europa, da ist die These, wir sind noch nicht so weit. Kann man das auf den Punkt bringen? Denn es wurde jetzt nicht abgelehnt rundweg, sondern es hieß ja, wir haben noch nicht die demokratischen Strukturen, wir haben noch nicht die Parteistrukturen, wir haben noch nicht die europäische Öffentlichkeit, die in der Republik Europa fungieren könnte. Also ich will nur sagen, nee, wir sind da in dem Punkt, wir sind unterschiedlich darin, dass aus meiner Sicht in Deutschland, im machtvollsten Land Europas, wir nicht reden sollten, schwadronieren sollten, wie schlecht Europa ist, sondern wir sollten Verantwortung dafür übernehmen, dass vieles in Europa besser sein könnte, wenn wir hier in Deutschland Druck machen würden, dass Europa anders wird. Das ist unsere Herausforderung. Und dazu muss man sagen, wohin man will. Der Punkt ist nur, ich bin völlig der gleichen Meinung, eine europäische Republik ist heute gar nicht machbar sofort. Aber das ist eine Vision, für die sich positiv für Europa streiten lässt und gleichzeitig muss man in den jetzigen Strukturen die europäische Politik verändern. Ich bin in der Gesetzgebung sehr aktiv, die Macht der Lobbys in Brüssel zu beschränken, das transparenter zu machen. Ich teile nicht die Sicht, dass die in Brüssel mächtiger sind als in Berlin. Teile ich überhaupt nicht. Meine Erfahrungen im Finanzmarktbereich, wo ich das wirklich im Detail durchstudiere, die sind hier in Berlin genauso aufsässig, genauso machtvoll, genauso intransparent wie in Brüssel. Die mehr in Brüssel sei das alles viel schlimmer, die teile ich nicht. Richtig ist aber eine Europäische Republik, dafür gibt es derzeit in ganz vielen Ländern Europas gar keine Vision, keine Mehrheit. Das gleiche mit der europäischen Öffentlichkeit. Ja, aber dazu braucht es eben Menschen, die sagen, wo sie hinwollen. Die müssen sagen, was das Ziel ist, nämlich tatsächlich vollständig demokratische Verhältnisse auf allen Ebenen, auch in Europa. Und das Letzte, was ich noch sagen mit der Öffentlichkeit. Erstmal gibt es einen Unterschied, die Grüne Europäische Partei, das ist tatsächlich eine Partei. Wir treffen Mehrheitsentscheidungen, das ist anders als in der Föderation der Linksparteien, das ist wieder eine unterschiedliche Erfahrung. Wir haben tatsächlich europäische Mehrheitsentscheidungen. Und auch die anderen europäischen Parteien sind viel europäischer geworden. Aber es stimmt, wir haben noch keine echte europäische Öffentlichkeit. Aber dann ist für mich eben die Reaktion nicht der Renationalisierung das Wort zu reden und zu sagen, wir müssen wieder mehr auf nationaler Ebene machen, sondern die Vision muss doch sein, lasst uns eine europäische Öffentlichkeit schaffen. Ich sage mal ein Beispiel, was ein großartiges Projekt wäre. Wir haben Arte als deutsch-französisches Fernsehmedium zwischen zwei Ländern. Was wir brauchen ist aus meiner Sicht
ein echter europäisches öffentliches Medium, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Journalisten, mit Beiträgen aus allen Sprachen Europas und so gemacht, dass das nicht nur Intellektuelle und Studierte anspricht, sondern ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Das ist doch eine positive Vision. Lasst uns doch lieber sagen, wo wir hinwollen und nicht Europa schlecht reden. Das ist doch eine deutsche Antwort auf diese Krise Europas. Danke sehr.